Wir sind zu Gast im Monastero Mater Ecclesiae, gleich hinter dem Petersdom in den Vatikanischen Gärten. Erzbischof Georg Genswein nimmt uns in Empfang und führt uns ins Monastero. Hier lebt und betet der emeritierte Papst Benedikt XVI. Seit Mai 2013. Seit gut zwei Wochen ist auch sein älterer Bruder Georg Ratzinger im Monastero im Vatikan. Seinen 90. Geburtstag am 15. Januar feiert der langjährige Leiter der Regensburger Domspatzen hier gemeinsam mit seinem Bruder. Der Papa Emeritus macht sich seit seinem Rücktritt in der Öffentlichkeit rar. Doch dem bayerischen Fernsehen gewährt er eine Ausnahme und uns Einblicke. Die Brüder gehen spazieren, schwelgen in Erinnerungen oder beten gemeinsam in der Kapelle. Amen, Alleluia. Ternis orarum terminis, volutis tante domino trinum perfectet unicum, ipsum devoti psalmis, sacrum Deum mysterium puro tenentis pectore, peti magister regula sinus. Die beiden Brüder verbindet seit jeher ein enges Verhältnis. Sie haben sich immer gut verstanden, auch wenn Josef, der Jüngere, sich mehr der Theologie verschrieben hat und der Ältere, Georg, der Musik. Hier im Monastero ist es die einzige Möglichkeit, dass sich die Brüder noch sehen können. Denn Papst Benedikt pflegt hier ganz bewusst ein zurückgezogenes Leben in Gebet und Meditation. Wenn der ältere Bruder Georg aber zu Besuch ist, nimmt sich der emeritierte Papst Benedikt viel Zeit für ihn. Gemeinsam erinnern sie sich gerne immer wieder zum Beispiel an die Weihnachtszeit im Elternhaus und an die Tradition des Christbaumaufstellens. Ah ja, nein, kein bayerischer, gell? Was? Der Christbaum ist nicht bayerisch. Nicht bayerisch, nein, der ist römisch. Der Christbaum bleibt bis mal hier nicht mehr stehen. Der schon, ja, denn der ist, hat auch Wurzeln. Aber der auf dem Platz fängt schon an, müde zu werden. Das stimmt. Es ist auch nicht ganz genau ein bayerischer Baum, sondern der ist ja, glaube ich, hinter der... Das ist ein tschechischer. Und ist der auch aus... Erinnert an eine Krippe, die es auf dem Bethlehem ja gibt? Ja, ja. Die haben wir geschenkt bekommen. Sehr schöne Krippe. Während die in der Kapelle ist von meinem Bruder. Und ursprünglich hatte meine Schwester die Krippe ihm geschenkt, er hat sie mir geschenkt. Sonst ist es ein Kreislauf unter den Geschwistern. Über glanzvolle, aber auch schwierige Momente sprechen wir dann mit seinem Bruder Georg Ratzinger. Herr Domkapellmeister, was haben Sie sich an Ihrem 90. Geburtstag vorgenommen? Ich habe dafür eigentlich keine besonderen Pläne. Ich weiß, dass da einiges geschehen wird. Obwohl ich bewusst nicht in Kenntnis gesetzt worden bin. Ich weiß, dass viel Unruhe sein wird. Die muss ich über sich gehen lassen. Das ist der Inhalt eines solchen Tages. Einfach das mitzumachen, was die Mitmenschen tun. Und das ist auch die beste Art, glaube ich. Wissen Sie denn, was geplant ist? Oder wovon wissen Sie schon? Ich weiß nur von einem festlichen Gottesdienst im Dom in Regensburg. Das ist aber erst nach meiner Rückkehr wieder, das ist nach dem Geburtstag eigentlich. Ne? Und da ist dann ein Festmahl im Bischofshof. Aber was hier geschieht, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass hier sehr einfach sein wird. Aber Ihnen wird bestimmt ein Ständchen gesungen? Richtig, ja. Mein Bruder und der Erzbischof Genswein und die Memoris singen einen Geburtstagskanon vor dem Frühstück, wenn man von der Kapelle ins Esszimmer kommt, da erklingt Gesang, ja. Und die Glückwünsche danach und dann ein gutes Frühstück. Das ist ein Fixpunkt auf alle Fälle. Aber was sonst noch geschehen wird, naja, ein besonders ausgewähltes Mittagessen natürlich.
Aber die anderen Dinge sind mir nicht bekannt. Mhm. Herr Domkapellmeister, wie sieht denn heute Ihre persönliche Bilanz Ihres Lebens aus im Vergleich von vor 10 Jahren oder 20 Jahren? Ich muss gestehen, ich habe das nicht mehr in Erinnerung, welche Bilanz ich damals gezogen habe. Aus meiner heutigen Sicht würde ich sagen, durchwachsen. Es ist natürlich nicht alles geglückt im Leben, es waren schwere, dunkle Stunden dabei, aber es ist doch auch ein Positives dabei. Meine Arbeit vorher in Traunstein und in Dörfern, auch seelsorgerlicher Art, in Beichtschulen, in der Schule und dann besonders die musikalische Arbeit bei den Domspatzen, das ist sehr viel Positives, was ich sehr dankbar bedenke immer wieder. Ich bin wirklich froh, dass das der liebe Gott mir das geschenkt hat. Aber wie gesagt, man kann das andere nicht ignorieren, dass man vielleicht auch selber Fehler gemacht hat, menschlich und sachlich. Die sind geschehen, die muss man einfach der Barmherzigkeit Gottes überlassen dann. Herr Domkapellmeister, Sie haben gerade gesagt, Ihre Bilanz sieht auch ein bisschen durchwachsen aus. Gibt es etwas aus Ihrer heutigen Sicht, was Sie gern anders gemacht hätten? Generell, glaube ich, hätte ich nichts anders gemacht. Aber im Detail, glaube ich, sicher, dass da viel anders besser gemacht werden sollte. Aber man steckt eben im Moment drinnen und man tut das Mögliche. Und in der Rückschau merkt man, das war doch nicht geschickt. Aber aufs Ganze, glaube ich, war es doch richtig. Und ich habe eigentlich nicht viel selber initiiert, sondern es ist mir geschenkt worden. Es ist eine Gabe gewesen, die ich dankbar bejahe nachträglich. Zum Beispiel Ihre Hochbegabung für Musik. Ja, meine Berufung zu den Domspatzen. Eine Stelle, die natürlich sehr mühsam ist, aber auch allgemein geschätzt wird. Und viele Menschen möchten solche Aufgaben haben. Und mir ist sie geschenkt worden. Dafür bin ich dankbar, ohne irgendwelche Verdienste meinerseits. Wir befinden uns jetzt hier im Monastero im Vatikan bei Ihrem Bruder, dem emeritierten Papst Benedikt. Hätten Sie sich vor 10 Jahren gedacht, zu Ihrem 80. Geburtstag, dass Ihr Leben sich auch so verändern würde? Nein, an diese konkreten Dinge habe ich nie gedacht. Also das Papstamt ist bei uns doch so herausgehoben, da hat man keine Gedanken daran, dass das einem so nahe kommen wird. Also das ist eine völlige Überraschung, ist ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Aber Sie konnten trotzdem Ihr enges Verhältnis zu Ihrem Bruder weiterhin pflegen? Jawohl, Gott sei Dank, ja. Und haben ihn häufig besucht hier? Haben ihn häufig besucht, jawohl. Mhm. Jetzt war Ihr Leben ja auch schon immer geprägt durch dieses sehr, sehr enge Verhältnis zu Ihren Geschwistern. Wie stark ist das auch im Glauben begründet? Ja, der Glaube doch. Und ich möchte so sagen, der Unglaube und der Glaube, der verschiedene Glaube von zwei Menschen, der trennt sehr. Der bringt im Inneren auf der Basis eine Uneinigkeit, ein Gegeneinander. Das besteht auch bei allem guten Willen, sich persönlich zu vertragen. Und so ist es umgekehrt bei der Einheit im Glauben. Man hat dieselben. Man sieht die Wirklichkeit vom selben Standpunkt aus. Man beurteilt die Realitäten des Alltags in der gleichen Richtung. Man hat dieselben Vorsätze, dieselbe Wertschätzung. Ich glaube, es ist ein wesentlicher Faktor in der Gestaltung des Menschenlebens. Ihr beider Leben, das Ihre Leben und das Ihres Bruders, wird und wurde immer mit Musik in Verbindung gebracht. Der Papa Emeritus wird als Mozart der Theologie bezeichnet. Und Sie, Herr Domkapellmeister, haben als langjähriger Leiter der Domspatzen Weltruhm erlangt. Wie bestimmend war und ist die Musik heute noch in Ihrem Leben? Die Musik ist mir heute noch teuer. Und ohne Musik könnte ich mir das Leben nicht vorstellen. Aber es ist eben ins Passive abgerückt. Ich kann nicht mehr aktiv musizieren. Klavier spielen tue ich noch ein bisschen, aber ich kann ja nicht mehr Noten lesen. Die Finger werden steif, aber das Hören macht umso größere Freude. Und je mehr man hört, desto mehr
man übt sich auch im Hören, dass man die Werke umso mehr versteht, mehr wie sich beeindrucken lässt davon. Das Hören ist jetzt die Weise meines Verhältnisses zur Musik und das spielt eine große, bedeutende Rolle nach wie vor in meinem Leben. Welche Stücke hören Sie am liebsten? Ach, ich muss gestehen, ich bin ein eifriger Bayern 4-Hörer und freue mich, wenn ein schönes Programm kommt. Manchmal ist nicht mein Geschmack, ich gebe es zu, ich habe kein Verhältnis zur modernen Musik. Das werde ich auch nicht mehr bekommen. Aber sonst bin ich eigentlich doch sehr weit offen in allen Stilistiken, instrumental, vokal. Und da bietet dieser Bayerische Rundfunksender doch sehr, sehr vieles an Bereicherung. Mhm. Und wenn da nichts Gescheites ist, dann hat man ja CDs vorrätig. Und was hören Sie da am liebsten? Ich mag Mozart sehr, sehr gerne. Mozart, Bach und Schubert sind meine Lieblingsmeister. Mhm. Schubert mit der wunderbaren Melodie, Mozart mit dieser enormen Harmonie und Bach mit dieser Kontrapunktik. Also die drei Meister sind mir, die mir am meisten angetan haben. Mhm. Außer der Musik, gibt es sonst noch weitere gemeinsame Interessen und auch Gewohnheiten zwischen Ihnen und Ihrem Bruder, die sich von Beginn an entwickelt haben und auch erhalten haben bis heute? Ja, die Gemeinsamkeit und das gemeinsame Interesse für Theologie war natürlich zunächst berufsbedingt. Aber ich habe das theologische Studium nicht bloß gemacht, weil es notwendig war, weil es vorgeschrieben war. Das war wie immer ihnen interessant. Habe es immer gerne getan. Mein Bruder ist ja natürlich der große Meister, von dem ich auch einiges lerne, der mir auch einiges hilft am Verständnis. Aber die Theologie ist mein zweiter Posten in meinen geistigen Sympathien. Herr Domkapellmeister, Sie sind der ältere der beiden Brüder. Folgt der Papst Emeritus Benedikt XVI. Heute noch Ihrem Rat? Also das Verhältnis war nie so, dass ich da angeschafft habe. Es hat jeder seine Sachen allein gemacht. Wenn er irgendwie vor einer Frage steht und nicht weiß, wie es entscheiden soll, wenn ich was Vernünftiges sage, dann folgt er mir. Aber wenn ich nichts Vernünftiges sage, dann ist auch gut, wenn er mir nicht folgt. Sie haben vor 1,5 Jahren das Studio Vatikan des Bayerischen Rundfunks besucht und sich sehr für die dortige Fernsehtechnik interessiert. Sind Sie ein Technikfan? Nein, Technikfan bin ich nicht. Also, mein Verhältnis zur Technik bleibt im Vorläufigen stecken, in der Oberfläche. Einiges kapiert man auch so als totaler Nicht-Fachmann, als Laie sofort und es interessiert einem. Aber tiefer eindringen möchte ich nicht. Dazu würde mir auch das Talent fehlen wahrscheinlich. Was war die schlimmste Situation in Ihrem Leben? Es ist sehr schwer zu sagen. Der Tod der Eltern und der Schwester war natürlich schon eine Situation, die einem im Innersten gepackt hat. Aber es gab natürlich auch während des Krieges unangenehme Situationen. Ich kann es eigentlich nicht richtig bewerten. Zum Beispiel, ja, wenn Sie sagen Krieg, die Kriegsgefangenschaft. Kriegsgefangenschaft. Vorher natürlich der Drill beim Militär. Ich war kein toller Soldat, gebe ich zu. Also dieses Aufmarsch, Marsch, hinlegen und so weiter und wieder Aufmarsch, Marsch und so weiter. Und dann eben dieses Militär, der militärische Drill. Ich war auch kein guter Sportler, der ist mir auch schon daher nicht gelegen. Das war nicht meine Sache. Und dann ein rauer Ton natürlich unter Soldaten zum Teil auch, der sehr verschieden war. Aber es gab sehr gute, menschlich auch in einer guten Situation stehende Kameraden. Aber es gab auch sehr schroffe und wilde Kameraden. Auch mit denen war es zusammen sein weniger günstig dann. Wie sehr prägt es auch, wenn man im Krieg in Gefangenschaft war, verwundet wurde und dann wieder nach Hause kommt und man sieht, glücklicherweise, Gott sei Dank, leben alle noch und das Haus ist wohl behalten. Wie prägt einen das? Ja, das war natürlich ein großes Erlebnis. Das ist die große Frage. Ich hatte seit Monaten keine Nachricht mehr von zu Hause. Wusste nicht, leben die Eltern noch, steht das Haus noch und so weiter. Und als ich daheim kam, war die Freude natürlich wirklich groß und sehr glücklich.
Man hat sich dann wieder schnell in den Alltag eingelebt und das selbstverständlich angenommen, was eigentlich nicht gewesen ist. Ich bin heute noch dankbar dafür, weil auch wir wurden von einem amerikanischen farbigen Autofahrer von Aibling, ja, von Aibling nach Sixdorf gefahren, mussten dann zu Fuß nach Hause gehen. Wir sind nach Hause gelaufen direkt und voller Spannung. Wie schaut's aus? Und dann als der Empfang so schön war, Mutter, Vater, Bruder und Schwester und das Haus. Das war schön. Das geht einem heute noch nah. Vergisst man auch nie. Das geht einem heute noch nah. Sagen Sie, und was war die schönste Situation in Ihrem Leben? Können Sie sich da erinnern? Ist auch schwer zu sagen, ich bin einzuordnen. Ich habe so viele schöne Erlebnisse im Leben, nicht? In der Priesterweihe, dann eben diese Heimkehr von der Gefangenschaft. Ich habe viel Schönes erleben dürfen, da bin ich heute noch dankbar dafür. Und wenn Sie sich erinnern an welche Situation, die Sie zusammen mit Ihrem Bruder erlebt haben, an welche erinnern Sie sich besonders gern, an welche Situation? Ja, das war wohl der Tag der Priesterweihe, der ganze Tag, der so festlich war auf dem Freisinger Domberg droben, mit noch der Kollegen vom Kurs. Es war einfach ein festlicher Tag und der war ein Höhepunkt in meinem Leben. Und in der Kindheit vielleicht, wenn Sie noch weiter wühlen in Ihren Erinnerungen mit Ihrem Bruder gemeinsam, als Sie noch klein waren? Schöne Erlebnisse gab es bei uns immer an Weihnachten in der Familie, wenn wir alle beisammen waren. Besonders glücklich, wenn der Christbaum leuchtete und die Gaben auf dem Tisch lagen, bescheiden meistens, nicht in zu viel hat das Christkindl nicht bringen können. Das waren immer ganz schöne Momente, wo nicht nur mein Bruder und ich, sondern die ganze Familie beisammen fröhlich und dankbar waren. Weil Sie gerade Geschenke sagen, können Sie sich erinnern an Ihr erstes wunderbares Geschenk, über das Sie sich sehr, sehr gefreut haben? Ich habe mal einen Filmoli-Apparat bekommen in Aschau, mit dem man Dias-Bilder an die Wand projizieren konnte. Das hat mich mächtig gefreut. Und der Pfarrer, das war im Jahre 1933, da war der Pfarrer in Rom gewesen, im Heiligen Jahr, und der hat mich dann gebeten, Bilder in Jugendgruppen, beim Frauenbund, weiß Gott wo, vorzuzeigen. Ich hatte eine Dias-Reihe davon. Es war immer sehr schön auch. Ja. Aber große Technik habe ich da nicht gebraucht. Aber habe ich große Freude daran gehabt. Und der Herr Pfarrer war auch dankbar, dass er seine Vorträge auf die Weise ein bisschen würzen konnte. Herr Domkapellmeister, welchen Herzenswunsch haben Sie zu Ihrem 90. Geburtstag? Ach, für die Welt bin ich eigentlich, habe ich keine Wünsche mehr. Ich habe doch die Hoffnung, dass ich nicht eine schwere, lange, schmerzende Krankheit verfalle, sondern dass mich der liebe Gott dann, wenn es soweit ist, doch rasch zu sich rüberholt. Ich sehe die Angst vor einer schweren Krankheit aber und die Hoffnung, dass es dann nicht über meine Kräfte übersteigen wird. Herzlichen Dank für das schöne Gespräch, Herr Domkapellmeister. Bitte sehr, bitte sehr. Ich darf darüber wie rumschneiden und umschnipseln. Jetzt, ja, kann man rumschnipseln, wenn man möchte. Es war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank. Und herzliche Glückwünsche zum 90. Geburtstag. Vielen herzlichen Dank.